Ist egal. Es ist völlig gleich, wie es hineingekommen ist. Nun ist das einmal so. Was tun mit diesem Brief? Soll dem jemand antworten? Wenn ihr hingerichtet Natürlich. werden wollt, würde ich das machen. Sonst würde ich das lassen. Irgendeine 500 Truppen Art. sind schön und gut. Ich Wenn wir blicke ihn mich in mal eine etwas Falle stellen verschwörerisch können und sie um. auslöschen können. Ich will ja nichts sagen, aber wir könnten 500 Mann wirklich gut gebrauchen. Ja, ich meine, du warst ja nicht Papiere vorgeladen Sag zum mal, habt ihr Kampf. euch heute Morgen den Kopf gestoßen? Deine Kanutgabe? Paktierer? Wirklich? Kann nicht euer Ernst sein. Jetzt dann Paktierer auf den anderen, am Ende sind beide tot. Und wir räumen den Rest auf. Wenn wir diesem Angebot, auch das ist natürlich nur Spekulation, wir werden natürlich nicht darauf angeben, eingehen. Denn wenn er erstmal seine Leute hier auf dem Festland hat, was glaubt ihr, lässt er die dann wieder abtanzen? Natürlich nicht. Idealerweise mobben wir die anderen selber auch. Und ich bin mir sicher, Wer wir? Ihr und welche Reichsarmee? zum Beispiel die Männer, die uns Irmelgunde zur Verfügung stellen will. Meint ihr diese 50 Söldner, die zusammenkratzt aus irgendwelchen Ex-Bauern gegen Kamord Das sind gerade? Da bin ich dabei. Zweibanner-Reiter und irgendwelche Söldner und Landbevölkerung mit Sicheln ausgestattet. Viel, dann ist von Romulus nicht über. Gegen Kamord gerade. Das wird interessant. Also da können wir drauf wetten, wie ob unsere Linie nach einer Sekunde zusammenbricht oder zwei. Wir werden über die Thematik, denke ich, noch einmal sprechen, wenn ihr erkennt, dass wir Truppen brauchen und keine haben. Wir brauchen Truppen, aber wir brauchen keine Paktierer und keine Aktiere. niederhöllischen Geweihten oder von ihnen inspirierten Truppen. Wenn er uns die Paktierer frei Haus liefern will, damit wir sie hinterher hinrichten können, umso besser. Spart uns doch die Vielleicht Arbeit. sollten wir ihm einfach einen Brief zurückschicken, dass diese Männer besser aufgehoben wären bei Xeran. Das würde ich zu gern sehen. Das wäre keine schlechte Idee. Ich will nicht sagen, aber in dem Moment, wo wir auf den Brief antworten, werden wir hingerichtet. Deswegen sollten wir das lassen. Verstehe nicht, Auf was ihr daran nicht irgendeine versteht. Art und Weise muss jemand auf diesen Brief reagieren. Ansonsten stehen diese Denn 500 Mann wahrscheinlich bald hier in der alten Residenz. richtig, allein schon aus Rachegründen oder damit er sein Mütchen kühlen kann. Ja. Vielleicht sollten wir diese Übergabe dieses Briefes, wie immer ja aussehen mag, etwas diskreter veranstalten. Ich kann ein Luftelementar beschwören und ihn einfach losschicken. In die Schwarzen Lande. Eine wunderbare Idee. Zu einem Parkierer, dem man dann garantiert nicht irgendwie direkt ins Gesicht fliegen wird. Da habe ich nicht so ganz dran gedacht, das ist natürlich richtig. Vielleicht lieber so einen wie diesen roten Vogelzauberer, die ich ständig sehe. Ein Nunziolo. Na ja, genau. Nun, Ja, wer wenn es beherrscht denn wohl. diesen Kantus? Ich schaue mich mal um. Nun, ich Ich beherrsche ihn nicht. nicht. Na, Nun, warum ich das auch beherrschen? nicht. Ich arbeite noch an meiner Zauberei, aber mir. Ja, das braucht noch ein wenig Arbeit. Ja, aber ihr macht große Fortschritte. Ja, das mit diesem Stabgefuchtel kriege ich schon hin und ich versuche auch schon immer irgendwas zu sagen, was keiner versteht, aber da passiert immer nichts. Ah, nur weiter dran arbeiten. Ja. Eine gebrochene Fackel gleicht doch ein Feuerball, oder? Im Grunde. Auf Aber ich denke. elementarer Ebene. Nun egal. Ich denke, wir sollten das A erstmal in der Villa besprechen und B sollten wir da nicht drauf antworten. Gut, so könnt ihr wieder gemeinsam in Richtung der Villa gehen. Iserun darf natürlich vorher noch ihre Magus-Arbeit abgeben, ihre Maga-Arbeit abgeben. Ja, ich würde mich dann tatsächlich nochmal frisch machen und nochmal sammeln und dann meine Sachen einpacken und in die Akademie Schwert und Stab marschieren. Gut. Ich würde mal sagen, wir fangen wieder geordnet in Reihenfolge an, aber nee, wir fangen mit Isarun an. Gut, ihr könnt also erstmal wieder zurückgehen, so ein bisschen den Schreck wieder ja, rausmassieren lassen von Keras oder euch wieder frisch machen. Und dann bricht Isarun als erstes auf, immerhin hatte sie einen Termin in Gareth.
Ja, dann stehst du unten bei den Schwert- und Staplern an dem ja, Sekretariat und kannst dann deine Prüfung abgeben. Du kannst auch sehen, wie tatsächlich Saldor Fossarin gerade unten noch steht. Hat er wohl gerade irgendwelche Unterlagen, die er wohl gerade gegenzeichnen musste, irgendwelche Briefe, irgendwelche Postsachen, die da wohl gerade für ihn gekommen sind, sodass er dir dann auch vorher nochmal die Arbeit dann abnehmen könnte. Ah, Spurgelsen. Euer Spektabilität. Jetzt wird's also ernst, ja? Jetzt wird es wohl ernst. Aber ich muss sagen, ich freue mich schon darauf. Natürlich ist das eine aufregende Situation im Leben einer jeden Gildenmagierin. Aber ich hoffe, ja. Du kennst die Regeln, ne? Ja, nicht so viel reden. Nee, ich meine, wenn du das erste Mal durchfallen solltest, gibt nur noch eine zweite Chance. Der dritte gibt's hier nicht mehr. Sind hier nicht mehr in der Major-Prüfung. Ich bin mir sicher, dass ich keinen zweiten Versuch brauchen werde, euer Spektabilität. Ich habe schon eine ganze Menge gesehen, die das gesagt haben und dann haben sie sich nicht mal mehr getraut, die zweite Prüfung anzumelden. So. Gut, soll ich euch sofort folgen? Er setzt gerade seinen Zwicker auf, nimmt dann das Titelbild entgegen, beziehungsweise dann die ganze Arbeit und blickt da mal drauf. So, hast du denn unter Beweis gestellt, dass du in die tieferen Geheimnisse der Magie vorgedrungen bist, als Hüter des verborgenen Wissens? Kann natürlich nur von einer Spektabilität vergeben werden, so ein Titel. Dabei setzt er seinen Zwicker nochmal wieder ab, guckt dir in die Augen. Tieferes Geheimnis der Magie. Ausgestaltung der Prüfung hängt natürlich von mir ab. Aber wir wissen natürlich alle, dass du schon dich mehrere Male bewiesen hast. Ich lege allerdings an meine Schwert- und Stapler und an meine Pfeile eine ganz andere Schwierigkeit an, als an all die anderen. Ah, soweit? Klar, soweit. Ascensus und Casus des Codacaetri Spherales. Questationus und Visitation der Principia Magum Mechanica und der Compositione Demonica samt der Integration des Magnum Opus in Kendi Mundi. Eine stattliche Erklärung, Exordium, Deorto, Castellioni. Er fliegt so ein bisschen über die Arbeit. Bonus Secundus, Aes ad Hospitum, Bendung, Sanguinius Ecke. Okay, hier sind die Blutadern. Davon hat er so schön gesagt. Querverweis Arcanum. Gut, klappt wieder zu. Hatten wir kurz überflogen. Steckt seinen Zwicker wieder vorne in die Brusttasche. Gut. Eine praktische Prüfung schließe ich in diesem Fall aus. Die hast du hinlänglich bewiesen. Immerhin warst du diejenige, die dabei war, als zumindest Galotta fiel. Den anderen Heptarchen haben wir zumindest noch nicht offiziell auf deiner Seite verbucht, aber immerhin bist du auch ein Pfeil. Damit rechne ich natürlich, dass du Heldentaten vollführst und nicht einfach nur auf deinem Hintern rumsitzt. Das würde einer Schwert- und Staplerin natürlich auch gar nicht anstehen. Wir wurden anders erzogen. Na ja. Werde ich auch wenn du Marker dann würdest, Konjunktiv, würde ich dich nicht berufen in den Rang eines Magisters, denn Spurgelsen, mit deinem Format brauche ich dich eher an der Front. Und nicht hier vorne, um irgendwelchen kleinen Akoluten oder Eleven dann die Rübe zu verbrennen. Also den Magistratitel weitere Zeit nicht, aber wenn dir irgendwann dein Rücken wehtut, dann naja, Menschen. Sonst noch irgendwas, was ich wissen müsste? Nein. Derzeit nichts. Das ist meine Arbeit. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Gut. So, bin ich mal gespannt. Ich hatte ja schon zugesagt, wenn du dich so beeilst, werde ich mich auch so beeilen. Man kann es wahrscheinlich morgen schon mit einem Attest rechnen. Morgen schon? Ja, das ist ja... Hab ich doch gesagt. Außergewöhnlich. Muss zuhören, Spurgelsen. Ja. Selbstverständlich. So viele Seiten sind es ja nicht. Morgen zur gleichen Zeit? Morgen zur gleichen Zeit. Sehr wohl. Kurian! Stabhörer! Schreit er da irgendwie wohl noch so einen Eleven an, der sich einmal umdreht in Richtung von Saldor Fossarin und dann erstmal richtig eine gezimmert bekommt, sodass er dann mit gebrochenem Kiefer erstmal zu Boden geht. Orian, das muss besser werden. Ich schaue den armen Jungen ein bisschen mitleidig an, drehe mich dann aber von ihm weg und verabschiede mich
zackig militärisch von Saldor Foslarin. Bosen! Eine Sache noch. Ja, natürlich. Am besten jetzt noch. Kannst du bei der Sekretärin abgeben. Ich will die drei Kanti haben, die du dann als Belohnung bekommst. Oh, jetzt sofort oder soll ich sie bei der Sekretärin jetzt sofort abgeben? Machst du jetzt sofort, gibst du dann die Liste ab, einmal unterschreiben und dann kann ich dir die Kanti bis morgen raussuchen. Wenn das was wird. Sonst natürlich Schimpf und Schande. Natürlich. Ja, vielen Dank. Werde ich sofort mit abgeben. Torschburger sind Ruhe. Ja, rückt sich nochmal seine Rohrholzkappe nach oben und stiefelt dann mit seinen kleinen Beinchen die Treppe wieder nach oben. Ja, ich streiche mir erstmal meine Robe wieder glatt, immer wieder aufregend mit Saldor Foslarin zu sprechen und mache dann wieder meine Blätter der Magusarbeit, bringe sie in Ordnung, streiche noch einmal das Pergament glatt und gehe dann ins Sekretariat, um die Arbeit abzuliefern und meine Kanti von der Wunschliste abzuliefern. Ja, die streichen natürlich solche Sachen durch den Kopf wie Transversales, Solidrit, die Brücke aus Regenbogenlicht, aber was es dann am Ende wird, kannst du ja einen Federkiel greifen und so ein bisschen dann drin versinken, welche Wunschzauber du denn gerne hättest. Derweil Abelmir. Ja. Ich würde... Ja. Mich erstmal für eine Viertelstunde im offenen Zimmer zurückziehen. Und dann in den Keller gehen und die alchemistischen Vorbereitungen treffen, um die gewünschten Zutaten in der richtigen Menge herzustellen und ja, die Probe durchzuführen. Gut. Ja, du siehst auch schon irgendwie so einen Bestellzettel, den Isarun am Vortag ausgefüllt hatte, beziehungsweise am Vormittag. Also es wird jetzt nicht für 50 Tränke reichen, aber so die ersten 5 könntest du schon ansetzen. Was möchtest du denn brauen? Ich würde erstmal mit einem einfachen Heiltrank beginnen, mit einem als Probeexemplar. Wie gut dann die alchemistische Ausstattung unserer Villa jetzt nun wirklich ist, um es zu überprüfen. Ja, gut. Dann schauen wir uns mal die Regeln an zum Brauen von Tränken, Wege der Alchemie. Und das geht natürlich wieder los mit einer Alchemieprobe. Du kannst dir im Vorfeld auch noch Punkte zurechtlegen, die du dann behältst, um die Qualität zu verbessern. Du hast sowas wie eine Grundschwierigkeit eines Trankes. Du kannst natürlich auch mit Magie, also ASP, in den Trank fließen lassen. Erklär uns doch mal bitte, wie das Brauen von Alchemiker funktioniert. Also erstmal die Alchemieprobe, die Laborstufe ist 2 Stufen besser. Die für einen Heiltrank braucht man archaisches Labor, wir haben ein Alchemistenlabor, also 2 Punkte besser, es erleichtert um 3 Punkte. Die Laborausstattung ist hochwertig, sagtest du. Dann haben wir ebenfalls nochmal 3 Punkte Boni, Erleichterung. Wir hatten also 6 Punkte Erleichterung. Jetzt kann man den Alchemieprobe-Zuschlag erstmal berechnen. Es ermittelt sich so, Heiltrank, einfacher ist eine +2-Probe. Man kann jetzt Talentpunkte zurückbehalten, also eine selbst auferlegte Erschwernis, meinetwegen +1, +2, +3, wie auch immer. Die stehen dir dann nicht in der THW zur Verfügung? Genau. Ist eine Erschwernis. Die verrechnet sich natürlich mit der Erleichterung und genau. Für jeden Punkt Erschwernis, den man sich selber auferlegt, bekommt man 2 Punkte Qualität dazu. Des Weiteren kann man den Trank astral aufladen. Ähnlich wie beim Zauber. Für 1 HP kriegt man 1 Punkt, für 2 HP kriegt man 2, 4, 8 und so weiter. Geht natürlich nur bei magischen Alchemisten, bei profanen Alchemisten funktioniert das natürlich nicht. Diese rechnet man zusammen und kommt dann ein Ergebnis raus als Erschwernis oder Erleichterung, wie auch immer, auf die Probe. Gut. Also, wir haben jetzt -6 ermittelt für Laborstufe und Laborausstattung. Ich lege mir selbst eine Erschwernis von 4 Punkten auf. Ja. Ich hätte insgesamt also noch eine Erleichterung von 2 Punkten. Des Weiteren setze ich noch 4 Astralpunkte ein. Es gibt noch mal +3 in der Qualität. Beziehungsweise erhöhe ich dadurch mein THW in Alchemie. Ja. Also,
Also hätte ich jetzt plus 3 Punkte und für den THW und eine Erleichterung von 2 auf die Probe. Jetzt kommt noch hinzu, die plus 2 natürlich für den Heiltrank selber, also plus minus 0. Soweit so gut? Genau. So. Dann würfel mal die Alchemieprobe, am besten in die Box. Achso, ja, gleich gesagt. Ich würfel mal. Denn wir wissen ja beim Brauvorgang nicht, ob es gelungen ist oder nicht. Ja, kann die aber hinterher analysieren. Das ist richtig. Oh, Junge. Möchtest du einen Schicksalspunkt ausgeben? Wenn du so fragst, ja. So nett bin ich mal an dieser Stelle. Ich muss wahrscheinlich alle würfeln. Neu. Du solltest alle würfeln, ja. Gut. Hat er gepasst? Nee, hat er nicht. Ich gucke es nochmal. 17, 18, 20. War einer von euch nicht tollpatsch? Mittlerweile nicht mehr. Okay, ja, du köchelst so ein bisschen umher und du bist der Meinung, dass der Trank am Ende die richtige Farbe angenommen hat. Welche Farbe hat ein Heiltrank? Ich weiß es. Das gehört natürlich alles zu der... eine klare Flüssigkeit mit erfrischendem Geruch. Wenn du mir da einen Bären machst, oder rot? Es steht leider keine Farbe im Flufftext. In den Merkmalen. Merkmal eines Heiltrankes, klare Flüssigkeit mit erfrischendem Geruch. Ach, da ja. Gut. Ja, wie gesagt, ich würde 8 Punkte, ich habe eine Erschwernis von 4 Punkten, also 8 Punkte auf die Qualität. Aha. Und dann nochmal. Wie berechnet sich die Qualität von Heilträgen? Du kannst natürlich M-Wirkung haben und dann A bis F. F ist das Beste, hat ab und zu auch mal ein paar negative Auswirkungen. Ansonsten ist A. Und von das, was wenn ich 0 bis 6 gibt A, von 7 bis 12 B, 13 bis 18 C, 19 bis 24 D, 25 bis 30 E und 31 ist F. Gut, ist das immer gleich oder ist das abhängig vom Trank? Das ist immer gleich. Gut. Dann habe ich festgelegt, mit einem W6 die Haltbarkeit. Ein W6 plus 20 Monate. Aber mir muss er noch 2 W6 für die Qualität würfeln. Achso, genau, die Qualität bekommt ja zusätzlich noch die THW, ne? Die THW und die doppelte Erschwernis und die das Radar aufladen und 2 W6. Das heißt, die 4 sind zusätzlich zu den THW, die er angesammelt hat, ne? Genau, plus die 4 von der astralen Aufladung. Ja. Soll ich mal vorlesen? Ich muss gerade... Warte, ich überlege gerade. Wie viele Punkte hat das jetzt von... Das weiß ich nicht, ich habe ja verdeckt überfüllt. Ja, ich weiß. 4 und 4 sind 8. 4 für Aufladung, 4 für die Rückhaltung. Nee, Quatsch. 8 Punkte für Rückhaltung, 4 Punkte vom Aufladen und halt jetzt die 4 Punkte von dem 2W6. Sind 12. 16. 8, 4 und 4 sind bei mir 16. 16, gut. Und 16 plus dann deinen ZFP, THW, TTB-Stern. Genau. So, dann brauche ich bitte mal die Tabelle. Wo finde ich die im WDA? Seite 19. 19, so weit vorne. Im WDA hat man sich gedacht, wir schreiben das wichtige Zeug vorne hin und kommen dann erst mit dem Müll. Gut, 16 plus deine Sternchen. Gut. Dann hast du einen Trank gebraut, der erste. Du kannst jetzt eine Probe machen, die Analyse-Schwierigkeit plus 3 erschwert ist. Bis der gültig ist, also bis der funktioniert. Heiltrank dauert. Er muss ja 10 Tage, glaube ich, bis zum 7. Tag. Muss ruhig stehen. Genau. Ja. Und warm. Ja, kriegst du alles hin. Okay, auf alle Fälle hast du deinen ersten Trank gebaut. Ja. Was hast du für ein THW? 10. Ach, bin schon hoch, dafür, dass du es noch nie gemacht hast. Bulltags. Ja, ich würde ein bisschen im Garten verbringen, ein bisschen gärtnern, ein bisschen aufräumen und die Villa wieder wohnlich herrichten, weil ansonsten ist ja gerade nicht so viel zu tun und ja. Kümmere ich mich mal ein bisschen um die Außenanlage. Okay.
Muss ja auch nicht immer was sein. Können ja auch einfach so Zeitvertreib. Kiras. Ja, ich möchte gerne den Zartempel aufsuchen, denn ich habe das Bedürfnis, mein liturgisches Arsenal ein wenig aufzustocken. Und wo sollte man besser hingehen als in den Zartempel, wenn man nach etwas sucht, um Leute zu beschützen oder zu verteidigen? Ja, an der Uferböschung kannst du dann den eingestürzten Zartempel entdecken. Du siehst allerdings auch, dass die Zargeweihten gar nicht so sehr bekümmert sind. Die müssen sich auch gar nicht da jetzt gerade um den Neuaufbau bemühen, denn sie sind gerade in ein Zelt gezogen. Das ist auch bunt angemalt mit Kreide und sie haben da wohl auch verschiedene Skulpturen gebaut, aus teilweise Sand, aus Erde, Kinder, die davor sitzen und spielen und ja, wuscheln sich da gegenseitig durch Haar. Du kannst auch sehen, wie sie dann irgendwelche Drachen in wenigen Wind steigen lassen und da einfach friedliebend und träumerisch dann umherlaufen und eigentlich doch dann ganz zufrieden sind, obwohl der Zartempel zerstört ist. Ja, das sind Zargeweihte. Ich glaube, das Konzept von Betrübtsein ist ihnen unbekannt. Ja, eine junge Dame kommt auf dich zu mit, du bist dir nicht ganz sicher, in einem Anfall gibt es das auch, diese Haare verknotet und verdreht und irgendwelche Perlen in den Haaren und ganz merkwürdig, du siehst auch, wie sie sich dann wohl Haare von anderen, andere Haare, auch von der Konsistenz, dann hat sie sich wohl andere Haarprachte abgeschnitten, dran geklebt. Es ist ein komischer Anblick, aber kommt dann auf dich zu und begrüßt dich mit einem Lächeln. Ha, die junge Göttin zum Gruße. Hallo. Die schöne Göttin zum Gruße. Hallo, na? Hallo, ich möchte dich etwas fragen. Ja, gerne. Um Hilfe bitten, tatsächlich. Ja, gerne. Wie können wir dir denn helfen? Setz dich doch erstmal. Möchtest du ein Stück Kuchen? Aber gerne doch. Ja, Moment. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ja, sie geht nochmal wieder weg. Du kannst dich dann mitten auf dem Rasen dann hinsetzen. Du siehst dann auch, wie sie so ein paar Kinder dann in deine Richtung schickt. Du weißt nicht genau, was sie. Direkt zu den Kindern. Ja, du weißt auch nicht genau, was sie dann mit denen gesagt hat, aber die spielen dann um dich herum und fassen dich überall an. Und normalerweise würdest du sowas wie Straßenkinder und Einbrecher oder was heißt Einbrecher? So ekelhafte Straßendiebe vermuten, wenn sie da so an dir rumwuscheln, aber hier hat das wohl eher. Sie haben doch wohl irgendwie Farbe oder sowas an ihren Fingern und bemalen dich da jetzt im Gesicht und an der Kleidung. Und nach kurzer Zeit kommt dann die Zargeweihte auch wieder heran. Und mittlerweile siehst du schon aus wie, ja, nicht mehr wie Kiara, sondern eher auch wie sowas wie ein Zargeweihte. Und sie gibt dir dann erstmal ein großes Stück Kuchen. Und ja, du siehst, dass das wohl Sandkuchen ist von den Kindern. Also nicht zum Essen, sondern nur so zum Tun. Ich teile das natürlich auch dann mit den Kindern. Ja, die sind auch gerade mit Schäufelchen und irgendwelchen Formen dabei und du siehst wohl, wie im Hintergrund auf der anderen Seite des Flusses wohl gerade irgendwie ein Lehrer dabei ist, den irgendwelche Sachen aus der Preiaustagsschule beizubringen. Also auch da wird dann gerade gelehrig aufgepasst. Einige tanzen wohl auch gerade ihren Namen oder lernen das wohl gerade, wie man den Namen tanzt. So, was kann ich für dich tun? Ich suche um Hilfe der jungen Göttin. Etwas von ihrem Wissen, wie man andere beschützt, andere verteidigt, ohne selber kämpfen zu müssen. Ja, ausgezeichnet, das finde ich super. Na, ich wusste, ich bin an der richtigen Stelle. Also, was ich da immer benutze, es ist ja auch schon vorgekommen, dass ich angegriffen wurde, das muss man sich mal vorstellen. Gerade wenn jetzt diese schmutzigen Räuber dann auftauchen, ne, die jetzt hier im Jahr des Feuers, so heißt es wohl, dann auf uns zugekommen sind. Und da hilft es natürlich ganz, wenn man dann den Kirschblütenregen beherrscht. Ne, die wirbeln dann um dich rum und fallen dann aus dem Himmel und dann sehen die nichts mehr und wehen einem dann auch in die Augen, also den anderen. Und oh, das ist ganz super. Das hört sich hervorragend an. Ich glaube, das würde Raya gefallen. Ja, und zwar auch. Auf jeden Fall. Wir müssen die Leben beschützen und nicht nehmen. Musst dich natürlich auch zargefällig verhalten. Dabei tippt sie dir einmal auf die Nase. Piep. Oh, es gibt niemanden, der sich zargefälliger verhalten kann als ich. Ich liebe neue Kinder. Ja, aber ich weiß, dass ihr gerne mal mit ein bisschen Kräutern nachhelft, ne? Du. Nun, ab und zu, nicht zu oft.
Ja, wir machen das nicht zum Spaß, sondern man kann ja den Spaß und die Nützlichkeit miteinander kombinieren. Damit ist Raya ja auch gedient. Piept sie dir wieder auf die Nase. Piep. Auf jeden Fall. Ja, wenn du ein bisschen Zeit mitgebracht hast, kann ich dir das gerne zeigen. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Bitten wir die Kinder mit ein und dann tanzen wir alle durch die Kirschblüten. Sehr gerne. Ja, und so kannst du in den nächsten paar Stunden, vielleicht auch Tagen, zumindest in den nächsten paar Stunden, dann den neuen, ja, die neue Liturgie, den Kirschblütenregen lernen, der eigentlich der Zahnkirche nur zusteht, aber der dir auch freigegeben ist an dieser Stelle. Sehr schön. Rafim. Ja. Und zwar möchte ich mir Leute suchen, mit denen man sich ein bisschen prügeln kann in unserer Keller. In eurem Keller, ja. Ja, ich auch sicherlich eingerichtet. Ja. Such mir mal ein paar harte Jungs. Und lad die ein, dass sie sich mit mir ein bisschen prügeln können. Ja, wahrscheinlich so die Topia-Gilde, die hast du ja mit Ömer damals kennengelernt, als ihr im Wallgraben unterwegs wart, kannst du dann einmal zu denen hinlaufen, packst dir da so ein paar harte Schläger ein, da hattet ihr auch oben in der Taverne, in der Wolfsklause, da hattest du ja Firnja von Mundbach kennengelernt, die Anführerin, und dann kannst du mit dem starken Hagen zusammen, kannst du dann so ein bisschen trainieren, der schickt dir dann noch ein paar Männer, und ich finde ja von Mundbach sagt ja auch zu, dass ihr die Villa dann auch nicht ausrauben, sondern dass sie nur mit dir auf die Schnauze hauen. Ja, sonst, ne? Ja, ich hätte da schon eine Möglichkeit gehabt. Ja, ja. Nee, aber die Topria sind ja wirklich tatsächlich ziemlich gut mit euch dann zu reden. Und so kannst du dann den Keller voll machen. Abelmir, du wirst natürlich unglaublich gestört, wenn du dann siehst, wie nach und nach 10, 20, 30. Sie haben sich auch die Schuhe nicht abgeputzt und den Dreck befreit. Stiefeln sie dann die Treppe runter. Du hörst sie, wie sie dann laut grölen und schreien und irgendwie auch Bier verschüttet wird und sie dann auch in der Vorhalle sitzen. Und oh Mann. Ich achte drauf, was ist hier los? In ein Zimmer geht. Ach, Abelmir, willst du mitmachen? Wer sind diese Herumtreiber? Ja, Boltax kommt auch noch nach unten. Boltax hat auch unglaublich erdige Schuhe, fällt dir auf. Die gehen aber nicht in mein Zimmer, oder? Nee, die kommen mit mir. Das ist der starke Hagen, das sind seine Jungs. Da draußen ist eine Matte vor dem Eingang. Ach, na dann ist es ja. Ja, ich hab mich eh schon gefragt, warum du den Teppich nach draußen gelegt hast, Abelmir, was soll das? Sie dienen zum Füße abklopfen. Was schnuppert denn hier so? Dreck nicht rein. Machst du eigenes Bier oder was schnuppert da drin? Da Schaum drauf. Ja, lass den alten Mann mal in Ruhe. Wir hauen uns jetzt aufs Maul. Komm mit. Aber Rafim, da ist oben, da braut der eigenes Bier. Das riecht gut. Der macht immer so komische Scheiße, keine Ahnung. Kräuterschnaps oder was? Schlimmer. Ist irgendwie sowas zum Putzen. Lass doch mal gucken. Du siehst, wie der starke Hagen in das Alchemielabor reingeht. Ja, ich habe ihm gesagt, Hagen am Arm fällt. Der geht da nicht rein. Zieh mal auch wieder aus dem Labor. Ja, weißt du, ich wollte doch nur mal probieren. Komm mit, starke Hagen, wir beide prügeln uns jetzt. Okay. Ich mache einen Riegel von innen vor. Sag nichts, ich fällt ja. Ich wollte ja auch nichts klauen, ich wollte nur mal probieren. Ja. Ich gehe mal schnell in mein Zimmer und gucke, ob meine Falle immer noch dastehen, wie sie züchtet. Decke noch meinen Kopf hinaus. Ihr sorgt dafür, dass diese Leute danach verschwinden. Rafim. Rafim hört dich nicht mehr. Ich dachte, die gehen dann alle tanzen. Natürlich sorge ich dafür. Ja, ich würde mich mit denen prügeln wollen. Ich würde auch meinen neuen Schlagring mal ausprobieren. Ne? Also die kriegen auch ruhig einen tragen, ist mir egal. Und mach den Dreck weg. Ja, aber mir bestimmt, ja. Früher hatten wir eine Frau Putz, aber mir hat ihre Persönlichkeit angenommen, müsst ihr wissen. Ganz eine Frau Putz? Putz? Ja, das ist ja lustig, die heißt ja genauso wie die Tätigkeit. Ja, du bist so intelligent, Mann. Komm, lass uns uns hauen. Jana, was hast du vor? Ich gehe, das ist der 8. Tag von Praias Monat. Achter, genau. Natürlich in die Stadt des Lichts. Wenn sich niemand herauskristallisiert, der den Mannstrahl führt, werde ich halt einen schriftlichen Bericht direkt an den Rat des Lichts anreichen. Und dann schließe ich mich 2 Wochen zu meiner Gemahlqueste ein. 2 Wochen? Ich hab's angekündigt. Gut. Meine Mithelden wissen Bescheid. Okay. Dann können sich die anderen überlegen, was sie in den 2 Wochen tun. Sie hoffentlich.